Hallo ihr Lieben, ich habe heute noch eine Reihenvorstellung für euch und zwar habe ich meine zweite Reihe dieses Jahr beendet und das war diese Reihe hier, die Dilogie von Königreich der Schatten von Sophie Jordan. Ich hatte ja letzten Monat mit der lieben Nina zusammen den ersten Teil gelesen und er hat mir unglaublich gut gefallen. Deswegen haben wir dann diesen Monat gleich den zweiten Teil hinterher gelesen, der ist ja im Februar erschienen und ja, wie mir die Reihe gefallen hat, das erfahrt ihr jetzt und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Da es bei dieser Dilogie auch wieder so ist, dass die zwei Teile komplett zusammenhängen, und es eine fortlaufende Geschichte ist, würde ich nochmal auf den ersten Teil ganz kurz eingehen, auch vom Inhalt her und alles. Dann würde ich euch kurz und knackig sagen, wie mir der zweite Teil gefallen hat. Also ohne irgendwelche Inhaltsangaben oder irgendwas, sondern einfach nur grob, wie hat er mir gefallen, dass wir das Ganze spoilerfrei halten. Und dann würde ich es so machen, dass ich euch nochmal ein bisschen was zum Inhalt erzähle und wie ich es halt auch normalerweise mache. Und die Leute, die sich halt komplett vom zweiten Teil überraschen lassen wollen, sollten danach meiner Meinung zum zweiten Teil einfach abschalten. Ich denke, so kriegen wir das am besten hin, dass ich euch nicht komplett zuspoiler. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mit dem ersten Teil. Ich werde jetzt zum ersten Teil nicht nochmal so ausschweifend was sagen. Wenn ihr da genaueres wissen wollt, dann schaut in dem Video vorbei, was ich dazu gemacht habe. Aber erstmal ganz kurz nochmal zum Inhalt. In dieser Geschichte geht es um Luna und Luna ist die wahre Königin des Landes Relhok. Und Lunas Eltern wurden getötet, als sie gerade geboren wurde und man wollte auch sie töten. Doch ihre Amme und der Leibwächter ihrer Eltern hat es geschafft, quasi sie aus dem Schloss zu entführen und zu retten. Und Luna wurde dann ganz, ganz weit entfernt vom Schloss, mitten in einem Wald, in einem Turm großgezogen. Und als ob das noch nicht schlimm genug ist, ist es so, dass die Finsternis über die Welt gekommen ist. Das heißt, es gibt kein Tageslicht mehr, es gibt nur noch eine Stunde am Tag Licht, das ist Mitternacht. Da wird es mal für eine Stunde hell und dann aber auch gleich wieder dunkel. Und ja, mit der Finsternis kamen die Finsterirdischen. Und die Finsterirdischen, das sind so Wesen, die ich mir so vorstelle, so eine Mischung aus Insekt und Mensch und irgendwie so ganz komisch sehen die aus. Das kann man schwer beschreiben. Auf jeden Fall sind die Finsterirdischen natürlich irgendwelche bösen Monster und die fressen Menschen und ja, deswegen ist es in dieser Welt ziemlich gefährlich. Und ja, wie gesagt, Luna ist in diesem Turm aufgewachsen, sie kennt die Gefahren, sie ist von dem Leibwächter quasi ihrer Eltern auch dahingehend erzogen worden, sich alleine zurechtzufinden. Also sie hat jagen gelernt, sie kann mit Pfeil und Bogen umgehen und sie ist dadurch halt nicht so ein kleines, schwaches, schüchternes Mäus, was nicht in dieser Welt zurechtkommen würde. Und Luna unternimmt auch gerne Ausflüge in den Wald und sie schleicht sich auch gerne mal alleine raus. Und so ist es, dass zu Beginn der Geschichte Luna sich wieder mal auf einen ihrer kleinen Streifzüge befindet und dabei auf Fowler trifft. Und sie rettet Fowler dann das Leben und nimmt ihn mit in den Turm und ab diesem Moment ändert sich alles. Und was dann im weiteren Verlauf dieser Geschichte passiert und was es noch mit Luna auf sich hat und was es mit Fowler auf sich hat und was überhaupt da dahinter steht und ob Luna irgendwann ihr Königreich zurückbekommt, das ist es quasi, worum es in dieser Reihe schlussendlich geht. Und ja, wie gesagt, der erste Teil hat mir richtig gut gefallen. Ich mochte die Handlung, die Charaktere, das Setting. Das Einzige, ich hätte mir gerne hier eine Karte drin gewünscht im ersten Teil, wie auch im zweiten Teil. Aber das ist ja jetzt nicht so dramatisch. Aber ich habe halt immer das Problem bei so High-Fantasy-Welten. Ich habe manchmal Probleme mit diesen Größenverhältnissen. So, wo ist was und wie weit ist das weg? Und ja, da ist eine Karte immer sehr, sehr hilfreich. Und ja, aber ansonsten kann ich nur sagen, wahnsinnig toller Schreibstil auch. Und ja, ich habe dieses Buch geliebt. Ich habe es gefeiert. Das Ende war mega fies. Das hatte einen richtig fiesen Cliffhanger. Und ich bin sehr, sehr froh gewesen, dass ich das Buch aus dem Januar gelesen habe, weil ja jetzt im Februar der zweite Teil kam. Und ja, was das betrifft, ich kann euch Die wahre Königin von Sophie Jordan nur empfehlen. Das ist eine ganz, ganz tolle High-Fantasy-Geschichte. Es ist eine Geschichte, wo auch wieder die Liebesgeschichte relativ weit im Vordergrund steht. Also es ist Mädchen-High-Fantasy und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, diese Geschichte zu lesen und in diese Welt abzutauchen. Und ja, es war auf Seite 50 auch so, dass hier ein Plot-Twist kam, mit dem man absolut nicht rechnet und was ich auch noch nie gelesen habe in so einer Geschichte. Und das hat mir umso mehr Spaß gemacht. Und ja, Die wahre Königin ist einfach ein richtig, richtig gutes Buch und ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Damit kommen wir mal zum zweiten Teil. Ich habe den jetzt mal hier hinten hingestellt, damit ich hier nicht so die ganze Zeit damit rumfuchtel. Ja, ich habe den zweiten Teil auf jeden Fall vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an den Verlag. Ich habe mich riesig gefreut, dass ich dieses Buch bekommen habe. Und ich habe mich auch schon so auf die Geschichte gefreut und ich habe mich gefreut zu erfahren, wie es mit Luna und Fowler weitergeht. Und ach ja, der erste Teil war einfach so gut, dass ich mich so mega auf den zweiten Teil gefreut habe. Und der kam dann an und dann habe ich mit Nina gleich das Lesen angefangen und wir haben uns beide so gefreut. Und ja, wir hatten dadurch natürlich auch gewisse Ansprüche an die Geschichte. Und ja, diese Ansprüche sind leider nicht erfüllt worden. Zum Inhalt kann ich hier leider nichts sagen, weil ich euch jetzt sonst spoilern würde. Deswegen lassen wir es an dieser Stelle. Ich komme später dann nochmal in meinem nicht spoilerfreien Teil daraufhin zurück.
Und ja, ich kann nur sagen, von der Handlung her hat die gut angefangen. Ich war sofort wieder drin in der Geschichte. Die Situation vom Ende wurde natürlich sofort wieder aufgegriffen. Also wir haben hier keine Zeit, die verstreicht oder irgendwas, sondern wir setzen in der gleichen Situation wieder an, wie der erste Teil aufhört. Das fand ich sehr, sehr gut. Und ja, das Buch hat, wie gesagt, sehr, sehr gut angefangen. Und dann im weiteren Verlauf der Geschichte ließ das immer mehr nach. Und man hat sich die ganze Zeit gefragt, wann passiert jetzt endlich mal was in Richtung, ich will mein Königreich zurück, ich will gegen den bösen König kämpfen. Es passierte hier einfach nichts von der Handlung her in diese Richtung. Und dann war dieses Buch auf einmal schon vorbei. Also man hat die ganze Zeit gewartet, dass was passiert. Und dann auf einmal war dieses Buch vorbei. Und dieses Ende war einfach so abrupt und so abgehackt, das war nicht gut. Das hat mir nicht gefallen, das fand ich ganz, ganz furchtbar. Hat Nina auch gesagt, dass es für mich so vorkam, als hätte Sophie Jordan eigentlich 3 Bücher schreiben wollen. Und der Verlag hat dann gesagt, nee, mach mal nur 2 draus. Und dann hat sie halt gesagt, okay, dann mache ich jetzt zack, zack, Ende. Thema erledigt. Und das finde ich richtig doof. Also, wie gesagt, mir kam es so vor, so hat es sich für mich beim Lesen angefühlt, weil die Geschichte fängt gut an und dann wird das beschrieben und gemacht und dann auf einmal kommt von jetzt auf gleich dieses Ende, was auch absolut unlogisch war in meinen Augen und absolut an den Haaren herbeigezogen auch. Und ja, das war nicht gut. Und dieses Ende hat für mich die Reihe so ein bisschen kaputt gemacht und ja, was soll ich dazu sagen? Es war kein gutes Ende. Und so ging es mir bei Infernale von Sophie Jordan aber auch schon. Ich weiß nicht, wer von euch das gelesen hat. Da hat auch für mich der zweite Teil mit dem ersten erstmal überhaupt nichts mehr zu tun gehabt. Und dann dieses Ende war einfach nur, ich habe gedacht, die will mich doch jetzt hier verarschen. Ja, das war, also ich weiß nicht, Sophie Jordan kriegt es für mich einfach nicht hin, ein gutes Ende zu schreiben. Naja, auf jeden Fall, ja, von der Handlung her fing es super gut an und hat dann steil abgelassen und das Ende war katastrophal. Was die Charaktere betraf, muss ich auch sagen, dass ich mit Luna im Verlauf der Geschichte so meine Schwierigkeiten hatte. Also ich habe sie am ersten Teil super gemocht und auch am Anfang vom zweiten Teil fand ich sie richtig, richtig sympathisch. Und ich habe mir gedacht, ja, Luna, zeig es der Welt und zeig ihnen, was du kannst. Und dann fing das im zweiten Teil auch an, ab einem bestimmten Punkt in der Geschichte, dass ich mich immer mehr gefragt habe, was in ihrem Kopf bitte gerade vorgeht. Also sie war dann irgendwann so von Zweifeln zerfressen und sie hat dann auch einfach irgendwann aufgegeben zwischendurch. Und wo ich mir dann so dachte, so, was passiert hier gerade bitte mit dir? Das bist doch nicht du. Was geht hier bitte gerade ab? Und ja, also da kam ich mit Luna auch streckenweise echt nicht mehr zurecht. Was Follow betrifft, fand ich ihn wieder richtig gut. Der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Follow mochte ich auf jeden Fall durch das ganze Buch durchweg. Was die Nebencharaktere betrifft, haben wir hier viele Charaktere, die neu eingeführt worden sind in die Geschichte. So zum Beispiel der König und seine Kinder von dem Königreich, oh Gott, wie hieß dieses Königreich? Ich glaube Lagonia. Und die Hauptstadt hieß Eilenswind auf jeden Fall. Und ja, diese ganze Familie war mir super suspekt. Die war mir unsympathisch und ich habe gedacht, gerade der Prinz, der war für mich absolut undurchsichtig und der war mir so unsympathisch von Anfang an und das wurde dann auch zum Ende hin nicht besser und ich hatte mit diesen Nebencharakteren echt keine Freude. Ich meine, klar, die sollten wahrscheinlich so rüberkommen, wie sie rübergekommen sind, aber ich finde, na, das war nicht so hundertprozentig meins. Naja, egal. Aber das ist ja immer Geschmackssache. Und auch die anderen Nebencharaktere, die in diesem Buch noch mit drin vorgekommen sind, waren jetzt auch nicht so hundertprozentig mein Fall. Also es war okay, aber es hat mich jetzt nicht vom Hocker gerissen. Was das Setting betraf, befinden wir uns ja hier wieder in dieser finsteren Welt. Das fand ich richtig gut. Ich mochte auch die Stimmung in der Geschichte. Was wir in diesem Buch jetzt noch haben, ist, dass Luna und Fowler sich halt in einem fremden Königreich befinden, in einem fremden Schloss, wo ein großer Teil der Geschichte auch spielt. Und das war auch ganz cool vom Setting her, denn es war einfach mal eine Abwechslung zum ersten Teil. Zum Setting kann ich eigentlich nur Positives sagen, denn wie gesagt, das hat mir gut gefallen. Wie auch der Schreibstil von Sophie Jordan mir im Großen und Ganzen wieder richtig gut gefallen hat. Wie gesagt, ich weiß nicht, was sie am Ende da getan hat, ob sie keinen Bock mehr auf die Geschichte hatte. Man hätte auf jeden Fall noch so mega viel aus dieser Geschichte rausholen können. Und ich sag mal, dieses Buch, ne, es ist ja auch nicht dick. Also man hätte hier auch locker noch 100 Seiten mehr schreiben können. Das hätte der Geschichte richtig gut getan. Gerade was das Ende betrifft, hätte ich mir hier einfach mal 100 Seiten mehr gewünscht, mindestens. Denn so wie das Ende kam dann wirklich auf den letzten 40 Seiten und dann war das Buch vorbei. Und du denkst hier, ja nee, ist klar. Vor allem, wie dieses Ende dann auch war. Es ist ja nicht nur, dass es so abrupt kam, sondern dann, wie dieses Ende auch war. Ich habe zu Nina gesagt, was bitte, also, ja, Nina war genauso fassungslos wie ich. Also wir haben hier beide, gedacht so, naja, aber so ist das.
Um jetzt aber mal zum Ende zu kommen. Also im Großen und Ganzen hat Rückkehr des Lichts richtig gut angefangen. Wurde von der Handlung her dann wirklich immer desaströser zum Ende hin. Der Schreibstil war super. Auch hier kann ich mich nicht beklagen. Genau wie beim Setting ich mich nicht beklagen kann. Was die Charaktere betraf, waren die so, naja, so okay, aber es war eigentlich mehr so 1000%ig überzeugend für mich. Und ja, ich kann nur sagen, dass der zweite Teil irgendwie die Reihe für mich ein bisschen kaputt gemacht hat. Und ich würde gerne jetzt nochmal drauf zurückkommen, wieso, weshalb, warum diese Reihe für mich durch den zweiten Teil zerstört wurde. Also wer von euch das Buch schon gelesen hat und das gerne wissen möchte und den das interessiert, den es vielleicht genauso ging, der bleibt jetzt bitte einfach dran. Und wer nicht gespoilert werden möchte oder irgendwas, der schaltet jetzt bitte ab und kommt später nochmal. Ihr seid jetzt hiermit gewarnt. Und ich werde jetzt ein bisschen hier vor mich hin spoilern und euch mal erklären, warum, wieso, weshalb ich das alles nicht mehr so gut fand. Beginnen wir einfach mal damit, dass dieses Buch gestrotzt hat vor Logikfehlern und vor wahrscheinlich auch teilweise Übersetzungsfehlern. Und das war einfach katastrophal. Ich habe mit Nina am Anfang noch geschrieben und wir haben beide noch gesagt, ach, kennst du das, wenn im Buch so Logikfehler sind? Viele regen sich ja da so drüber auf, aber uns ist das ja eigentlich egal. Und ja, dann lesen wir dieses Buch und dieses Buch strotzte vor Logikfehlern. Ich bin kein Mensch, der auf sowas achtet und mir fällt sowas eher selten auf. Aber in diesem Buch waren einfach so viele Fehler drin, dass ich dachte, hä? Was ist hier los? Da war zum Beispiel ein Fehler, wo wir auch echt beide uns dachten, wir haben vielleicht falsch gelesen. Aber nein, wir haben nicht falsch gelesen. Das war eine Situation, da sind Fowler und Luna gerettet worden von den Soldaten aus Einswind. Und die haben halt gesagt, ja, wir sind Händler am Anfang und wir fahren jetzt nach Relhok. Und da hat Luna gesagt, geil, könnt ihr uns mitnehmen. Und da haben die dann noch hin und her gesagt, okay, wir nehmen euch mit und wir retten euch. Und dann sind sie aber nach Einswind gefahren und nicht nach Relhok. Und wir dachten so, hä? Und die nicht dahin und nicht dahin? Und ja, wir haben dann aber nochmal geguckt und es war tatsächlich so falsch in dem Sinne geschrieben. Und das sind halt solche Sachen, die irritieren dann beim Lesen auch. Und ja, also wie gesagt, diese Fehler waren voll nervig und ich fand es einfach schade, weil das wirklich der Geschichte nicht gut getan hat. Dann war halt wie gesagt auch noch diese Sache mit Luna, dass ich sie zwischenzeitlich nicht mehr verstehen konnte. Ich habe gedacht, was ist denn bei ihr bitte los? Was geht in ihr vor? Was tut sie bitte? Und oh, das hat mich so genervt beim Lesen. Und ich konnte ab dem Moment, wo sie in diesem Schloss waren, konnte ich Luna wirklich nicht mehr verstehen. Die hat da alles mit sich machen lassen, ohne irgendwie... Oh. Ich meine, oftmals tun ja dann Menschen in diesen Situationen erstmal mitspielen, um halt nicht getötet zu werden oder so. Aber sie hat einfach mal alles so hingenommen und... Man hat halt durch ihre Gedankengänge auch gemerkt, dass sie es jetzt teilweise nicht nur so spielt, sondern dass sie wirklich nachdenkt. Und gerade was Fowler betrifft, diese Zwietracht, die zwischen den beiden gesät wurde und dieses, dass sie ja eigentlich nicht zusammen sein sollen, das war so offensichtlich. Und Luna denkt sich so, oh mein Gott, der will jetzt die Prinzessin heiraten, der liebt mich nicht mehr. Wo ich denke so, nee, will er nicht, der versucht nur euch beide den Arsch zu retten, meine Fresse. Ah, das hat mich dann so aufgeregt. Und ja, auch diese Nebencharaktere, wie gesagt, der Prinz und die Prinzessin, boah, die ging mir auf den Sack. Ne? Also die Prinzessin, die, boah, das, also die ging gar nicht. Und der Prinz, der war auch so, der ging mir auch total auf die Nerven. Und der Vater, na, von dem fangen wir gar nicht erst an, der war einfach nur widerlich. Und ja, also diese Nebencharaktere waren absolut nicht meins. Und ja, was mich halt, wie gesagt, am meisten gestört hat, war das Ende. Dieses Ende war einfach katastrophal. Wir haben ja wirklich bis zu den letzten 40 Seiten verläuft ja die Geschichte nur, dass Luna ja Fowler am Anfang rettet vor diesen Finsterirdischen und er ja vergiftet wurde. Dann werden die in dieses Schloss gebracht, Fowler wird gerettet und dann soll ja Luna den Prinzen heiraten und Fowler die Prinzessin heiraten. So, und dann geht ja dieses ganze Buch nur darum, wie die beiden quasi aus diesem Schloss fliehen sollen. Und dann fliehen die aus dem Schloss. Dann hast du noch 40 Seiten, wo du dir denkst, was soll bitte jetzt auf 40 Seiten noch passieren, dass einfach mal hier das Ende kommt. Ja, und dann, ganz unlogisch, treffen sie auf dem Weg auf den König von Relhok. Und dann kommt der König von Einswind noch. Dann wird Luna von Finsterirdischen verschleppt. Dann muckst sie die Königin ab, wird Königin der Finsterirdischen und tut die beiden Könige töten. Was ist das bitte für ein Ende? What? Ein blindes Mädchen tut die Königin der Finsterirdischen einfach mal so kalt machen, wo kein anderer Krieger das vorher geschafft hat? Das ist auch, wie die das gemacht hat, war schon wieder so ein bisschen unlogisch, wenn man das gelesen hat. Also
Das hat für mich absolut keinen Sinn ergeben. Vor allem, dass sie dann die finste irdischen Königin war. Die können sich doch nicht mal verständigen. Also es wurde dann zwar gesagt, dass sie die finste irdischen fühlen konnte, aber wie soll sie sich mit denen verständigen? Die reden mit Grunz und Fieblauten und Luna steht dann bei den Büchern einfach nur da und macht dann immer... Und die wissen genau, was sie will. Das ist so krass. Und das war auch so unlogisch, ne? Wo sie dann die finste irdischen auf die Könige losgelassen hat. Frollo steht da mittendrin. Alle werden kalt gemacht, alle werden abgemoxt, außer Frollo. Wahrscheinlich hat sie per Gedankensprache gesagt, den nicht. Den lasst ihr am Leben. Und das war einfach so, wo ich mir so dachte, ah, da fehlen Erklärungen da dazu. Da fehlt einfach das Ganze drum und dran. Das war einfach nur so, ich will dieses Buch jetzt zu Ende bringen und jetzt machen wir halt alles schön. Könige tot, das ist alles wieder in Ordnung. Luna kriegt ihr Königreich zurück, auf dem Weg zurück nach Hause in ihr Königreich sammeln sie beim Turm mal noch ihre Amme ein und ihren Leibwächter. Die gehen auch wieder mit nach Hause. Alle wissen sofort, dass sie die wahre Königin ist und keiner zweifelt irgendwie dran. Sie wird sofort wieder auf ihren Thron gesetzt und alles ist happy und sie heiratet ihren Fowler. Ja, nee, was ist das bitte für ein Ende? Also dieses Ende hat mich wahnsinnig gemacht. Ich habe mich so darüber aufgeregt. Ich könnte mich auch jetzt noch darüber aufregen. Ich finde es einfach so traurig. Man hätte so viel aus dieser Geschichte machen können. So viel und dann... Nein. Gut, ich will mich jetzt nicht noch 5 Stunden über das Ende aufregen. Und was ich auch noch ein bisschen unglücklich finde, ist der Titel von dem Buch, um es mal nett auszudrücken. Dieses Buch heißt Rückkehr des Lichts. Wer von euch das Buch gelesen hat, weiß... Das Licht kommt nicht zurück. Das ist also ein irreführender Titel. Man erwartet also etwas ganz anderes vom Titel, wie in diesem Buch eigentlich vorkommt. Nina und ich, wir saßen hier und haben gesagt, warum bitte heißt dieses Buch Rückkehr des Lichts? Dieser Titel ergibt überhaupt keinen Sinn. 0,00 Sinn. Denn Luna hat keine Gabe, mit der sie Licht machen kann oder irgendwas. Und das Licht kommt einfach mal nicht zurück. Also warum bitte heißt dieses Buch Rückkehr des Lichts? Wir haben auch mal geguckt, wie der englische Titel heißt. Und der englische Titel hat mit dem deutschen auch so überhaupt nichts zu tun. Und abgesehen davon, dass der englische Titel auch nicht wirklich zum Buch passt. Aber ich verstehe diesen Titel einfach nicht. Das geht irgendwie völlig an mir vorbei. Und das finde ich irgendwie immer doof, wenn der Titel nicht zum Buch passt. Denn wie gesagt, man erhofft sich ja dann Sachen von dem Buch, die nicht eintreten. Und dann ist man enttäuscht. Also ist die Erwartungshaltung nicht erfüllt. Und das finde ich irgendwie uncool. Aber so ist das halt. Gut, Rückkehr des Lichts ohne Rückkehr des Lichts, aber so ist das. Ich höre jetzt auf, mich aufzuregen. Also wie gesagt, im Großen und Ganzen war der zweite Teil okay, aber er hat die Reihe für mich leider so ein bisschen kaputt gemacht. Dieses Ende war einfach katastrophal. Mehr kann man dazu nicht sagen. Das war meine Reihenvorstellung zu Königreich der Schatten. Und wie immer gilt, wenn ihr die Bücher kennt und schon gelesen habt, schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Gucken. Wünsche euch noch eine schöne Woche und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.